Hey Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peterle und ich dachte, es ist mal wieder Zeit für einen Vlog. Bei diesem geilen Wetter musste ich einfach rausgehen. Ich wollte heute einfach mal auch so ein Panoramabilder mitnehmen und ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Wenn es euch gefällt, definitiv ein Like da lassen. Ich gebe auch den Leuten Sonnenschein mit diesem Video, die leider irgendwie keinen Sonnenschein haben, aber ich glaube, in ganz Deutschland ist gerade Sonnenschein. Oder Leute, die, weiß ich nicht, bis 18 Uhr Schule oder so haben, was weiß ich. Für alle, die keine Sonne haben, hier genug im Video. Why you wanna trip, girl? Could I hold you down? And you ain't know it then, but I bet you know it now. Yeah. Run it back home, cause it's not like the town. Yeah. And look at what we had when we started from the ground. Yeah. Sky no limit, ain't no rope. And y'all still hating, but it ain't nothing no. From Kane to UK, man, they know that I'm choked. Yeah. Ich muss ja sagen, dass Köln einfach mega die tolle Stadt ist, besonders im Sommer. Aber wenn ich so überlege, ob ich tatsächlich hier meine Zeit verbringen will später, muss ich leider Nein sagen. Obwohl es mir super gefällt, auch gerade im Sommer wegen dem Rhein und so. Aber für mich ist es wichtig, immer in der Nähe der Familie zu wohnen. Also ich wohne jetzt nicht weit, sind 60 Kilometer. Aber irgendwann möchte ich schon doch wieder ins Ländliche ziehen, ein bisschen kleinere Stadt. Weil es für Leute, die aus dem Dorf kommen, ist das viel zu viel Trubel, was hier ist. Aber alles in allem muss ich wirklich sagen, eine sehr, sehr schöne Stadt, gerade im Sommer. Nowadays we a long way from the hood. You gotta have the bad, just appreciate the good. You don't hit me young, but I wish that you would. You ask how I been, you know that I'm good. A little bit of patience, you knew that I would. Es ist echt schön zu sehen, wie viel Spaß die Leute hier heute haben bei dem geilen Wetter. Ich meine, es ist hier nicht viel los gerade, aber das wird sicherlich noch richtig voll hier. Ich bin oft hier im Rheinpark, ja, und da habe ich mir gerade so gedacht, ey, wie geil wäre das denn, wenn man hier einfach mal mit Zuschauern irgendwie Fußball spielen könnte. Also wenn gerade irgendwelche Zuschauer aus Köln diesen Vlog sehen, dann schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock auf sowas hättet. Dann würde ich das einfach mal ankündigen. Ich hätte mega Bock drauf, weil der Platz ist ja, der reicht auf jeden Fall hier, um irgendwie ein bisschen was zu zocken. Und wenn da wirklich welche sind, die darauf Bock haben, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Dann kündige ich das auf Twitter oder so an und dann können wir mal zusammen hier irgendwie Fußball oder was weiß ich spielen. Hätte mega Bock auf so eine Aktion. But you was on that bullshit in Chicago now. Now rockin' shows with all kind of flows. Now rock and roll, yeah, I got this though. That's for real, yeah. And that's for an Annapolis. Ja, Leute, das war's vom Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich konnte euch die geile Woche, es soll ja die ganze Woche so bleiben, ein bisschen näher bringen, gerade mit der Sonne und so. Und wenn ihr selber draußen seid, dann wisst ihr, was ich meine. Es hat mega Spaß gemacht, heute den ganzen Tag zu filmen, hier draußen. Und ich freue mich jetzt auch einfach mal nach Hause zu gehen und was zu essen. Ich bin ganz früh losgegangen heute. Und ja, Leute, das war's dann vom Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ihr fandet es gut mit so ein bisschen Naturaufnahmen. Es ist persönlich mein Ding. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einfach mal ein Like da lasst. Ja. Und Leute, das nächste Mal kommen auch wieder Fußball-Vlogs. Gerade bei dem Wetter. Am Mittwoch drehe ich wieder was. Und Donnerstag habe ich auch Fußballtraining. Also seid da gespannt. Es kommt wieder mehr jetzt fußballmäßig. Und wie gesagt, das war's für ein Vlog. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich muss mich einfach mal mehr bedanken, dass ihr überhaupt diese Sachen schaut, obwohl ich so ein richtig chaotischer Jimmy bin. Und ich laber wieder zu viel. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Und ja, vielen Dank, dass ihr den Vlog geschaut habt. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschaußen.